Sie kennen ja wahrscheinlich dieses Fernsehkochstudio von Biolek, wo er immer so in die Kameras hinauskocht. Alfredissimo, immer Gast da. Ja, es war da so eine sächsische Schauspielerin, die mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat. Und dann ist er um sie schon so rum, Schawenzel. Und ha, das ist ja also, was wird es denn wohl Leckeres geben? Also, ein Kräuterhuhn vielleicht, kennen Sie das? Kräuterhuhn, er ist ja kulinarisch eher der mediterrane Typ, weißt, so Hobby-Italiener, gell, so immer Balsamico-mäßig unterwegs. Oder was er auch sehr gern hat, ist ein Saltimbocca alla Romana. Kennen Sie das? Mit Salbei, frischem Pfeffer. Wunderbar. Also, nein, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt, was wird es denn wohl Leckeres geben? Ja, Bioleck heute. Gell? Wäre noch nicht so interessant. Interessant war Ihre ostdeutsche Antwort. Was wird es denn wohl Leckeres geben? Bratkartoffeln. Das hat es natürlich beim Bioleck schon lange nicht mehr gegeben. Wahrscheinlich noch nie. Einfach Bratkartoffeln. Jetzt muss man sagen, er hat sich zumindest äußerlich einmal gar nichts anmerken lassen. Eher sogar genießerisch, quietschend, gesäuft. Bratkartoffeln. Das Gute kann so einfach sein. Mit Speck und Majoran, wenn Sie das so ein bisschen drüber und ein paar Zwiebelringchen, wunderbares Essen. Darauf von ihr der zweite Schlag. Ach nee, nee, Speck, Majoran, nee, nee. Ich mach's einfach so. Einfach so? Jetzt muss man sagen, in der Sendung geht viel schief. Ich sage immer, da brennt an, was überkochen kann. Der Bioleck rettet solche Situationen immer und so sucht er auch da einfach so und findet seine Oma. Das ist ja meine Großmutter damals in Ostbranchen. Die hat sie auch einfach so gemacht. Ich weiß das noch als Junge, die hat die sehr, sehr fein geschnitten. Ich weiß das also ganz, ich weiß gar nicht, hatte die ein Messer oder was, aber das war sehr. Und dann hat sie frisches Gänseschmalz drüber. Kennen Sie das? Wenn das frisch und drüber, wunderbar. Ja, ja, dann nehmen Sie Gänseschmalz oder Biskin, Margarine, egal. Hauptsache Fett. Ja, das, also, ich glaube, ich hätte an seiner Stelle sicher resigniert. Ich hätte sicher gesagt, okay, dann machen wir es so, du hast deine Kartoffeln, du hast dein Fett, koch, was du willst, aber das sage ich dir, essen tust du das hinterher auch. Hey.